Ja, hallo, mein Name ist Anselm Zessler. Ich bin hier im X-Store in Sursee, das ist in der Zentralschweiz. Und hier werden alle X-Produkte entwickelt. Und wir sehen schon das Thema, um was es heute geht: Motorrad-Sicherheitsschuhe, Sneaker für eine ganz bestimmte Zielgruppe, für diejenigen, die, wie man es hier hinten auch schon sieht, vielleicht mit einer Kevlar-Jeans unterwegs sind, eine Kurzstrecke oder ganz lässig in der Stadt. Die vielleicht eine Lederjacke tragen oder auch eine Schutz-Softshell-Jacke, was es ja auch bei X im Programm gibt. Und dazu passt natürlich nicht ein klassischer Tourenstiefel oder ein Racingstiefel, sondern dafür sind solche Schuhe gut. Und diese Modelle haben natürlich eine Besonderheit oder die haben eine Gemeinsamkeit. Das sind alles Motorradschutzstiefel und da gibt es eine Norm. Ich fange mal eben mit dem trockenen Zeug an. Die Norm ist die EN 13634, so heißt die. Und die beschreibt im Grunde genommen ein Testverfahren für Motorradschutzschuhe, sodass, wenn so ein Schuh mit dieser Norm gekennzeichnet ist, ihr genau wisst, dass das auch ein Schutzschuh ist, der bestimmte Standards hat. Qualitätsstandards, wie zum Beispiel Abriebschutz vom Material, dass man damit also auch mal stürzen kann. Die Reißfestigkeit der Nähte wird geprüft. Dann werden Schuhe zum Beispiel nach der Torsion, also können die Schuhe sich verdrehen. Das merkt man bei so einem Schuh. Die sind dann schon in der Richtung steif ausgebaut, dass man im Sturzfall da auch eine Funktion drin hat und einen Schutz. Die Kappe ist auch verstärkt, die Fersenkappe ist verstärkt. Das sind so die wesentlichen Geschichten. Der Knöchel natürlich auch, der ist auch verstärkt und ihr seht das schon direkt hier bei allen Modellen, sind immer auch Materialien unten drunter eingesetzt. Das sind meistens Hartschalen, die sitzen zwischen dem Außenmaterial und dem Innenfutter und die schützen nochmal den Knöchel. So, und wenn man jetzt sich so einen Schuh kauft, dann sollte man darauf achten. Hier innen drin ist ein Label eingesetzt und auf diesem Label seht ihr ganz bestimmte Zeichen. Zum Beispiel ein Motorradfahrer ist dort abgebildet, ist das CE-Kennzeichen abgebildet, ist CE und es ist auch die EN 13634 abgebildet. Und darauf solltet ihr schon achten, weil das ist das Zeichen für euch: Schutz, Sicherheit, geprüfte Qualität. So, bei X ist natürlich so, für uns ist das natürlich Standard, dass wir das machen. Und jetzt, wenn man mal so vom Look her auf die Schuhe schaut, ist es natürlich auch eine Geschmackssache. Was für einen Schuh möchte ich denn haben? Und ich starte einfach mal jetzt mit dem hier durch. Das ist zum Beispiel ein sehr leichter Schuh, aber eben halt, wie gesagt, in allen Bereichen verstärkt, auch an der Ferse. Kappe ist noch zusätzlich aus Leder ausgearbeitet. Vorne die Vorderfront vom Schuh auch aus schwerem Leder. Hier haben wir ein Textilgewebe. Daher kommt auch diese Leichtigkeit von dem Schuh. Innen drin ist natürlich ein schönes Fußbett eingearbeitet, was einem einen guten Halt gibt. Eine Schnürung ist da. Und ja, und der ist natürlich lässig zu einer Kevlar-Jeans einfach zu tragen und ist bei uns sozusagen auch vom Preis her ein unglaublich attraktives Produkt. Wir schauen mal hier jetzt einen Schuh weiter. Das ist jetzt schon mal wieder ein ganz anderes Modell. Wir haben jetzt hier den ganzen Schuh aus einem Glattleder gefertigt, also richtig weiche, feine Qualität. Auch wieder diese Torsion ist da drin. Trotzdem kann ich mit so einem Schuh natürlich noch gut abrollen. Das heißt, diese Schuhe sind auch perfekt, wenn ich irgendwo hinfahre, laufe durch die Stadt, gehe shoppen und ja, habe dann auch eigentlich einen sehr, sehr guten Laufschuh. Ferse ist natürlich verstärkt und was eben halt ganz wichtig ist, ist immer, wenn ihr so einen Schuh tragt zum Motorradfahren, achtet darauf, dass der Knöchel bei euch abgedeckt ist. Ich habe es einmal gemacht auf der Rennstrecke, da bin ich zwischendurch in den Pausen, da hat man so Pausen mal so rumgefahren und habe auch mal eben schnell nur einen Turnschuh angehabt und glücklicherweise einmal beim Fahren dann einen richtigen Schuh, der den Knöchel abgedeckt hat. Bin gestürzt, hatte meinen Fuß unter Motorrad und bin einfach nur vielleicht 10 Meter über den Asphalt gerutscht. Dann hätte ich da nicht meinen Knöchel durch den Schuh geschützt gehabt, da wäre der aber abgeraspelt gewesen, das wäre nicht schön gewesen. Also achtet einfach drauf, Knöchel abgedeckt, das gibt euch eine echte Grundsicherung. So, was ist an diesem Schuh noch besonders? Der ist wasserdicht. Ja, das ist bei Sneakern auch eine seltene Geschichte und wir machen halt unterschiedliche Modelle für jeden, wie er es gerade braucht. Mit dem kann man morgens auch mal zur Arbeit fahren, auch mal, wenn eben ein Regenschauer kommt. Der hat einen wasserdichten Booty drin.
Und wie man so einen Schuh wasserdicht konstruiert, das zeige ich euch mal eben kurz an einem Beispiel. Jetzt habe ich hier einen Turnschuh, aber als Beispiel sieht man es ganz gut. Den haben wir mal aufgeschnitten. Hier innen drin sieht man schon was Weißes. Und das hier innen drin ist dann die Membran. Und die hält die Wasserdichtigkeit oder ergibt die Wasserdichtigkeit. Und gleichzeitig macht die den Schuh auch atmungsaktiv, weil man natürlich auch schwitzt und die Feuchtigkeit soll auch raus. Und würde man die Sohle abnehmen, dann seht ihr hier diesen Booty, der hier unten hängt. Das ist wie so ein Innenschuh. Ja? Und wenn ich den noch mal einmal separat nehme, dann seht ihr diesen genähten Innenschuh mit abgeschweißten Tapebändern. Und das wird in so einem wasserdichten Schuh eingebaut. Das ist bei jedem wasserdichten Schuh so, ob es ein Sneaker ist, ein Turnschuh oder ähnliches. Und hier innen drin seht ihr auch schon eingearbeitet dieses Label mit dem Motorradfahrer, was ich euch gesagt habe, wo ihr darauf achten sollt, dass ihr die geprüfte Qualität auch erkennt. Was hat dieser Schuh noch? Der hat natürlich ein nettes Detail, und zwar die Schnürsenkel. Wenn ihr die geschlossen habt, könnt ihr hier oben noch mit der Lasche schließen, mit dem Druckknopf. Und dann habt ihr eben halt das oben alles sauber abgedeckt. Ihr habt keine Gefahr, dass der Schnürsenkel vielleicht irgendwo rumflattert und irgendwo hängen bleiben kann. Das ist ein schönes Detail. Und jetzt kommt ein Detail, das liebe ich besonders, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als immer Schnüre aufschnüren, morgens rein, raus, wieder zuschnüren und so weiter. Ich mache das eigentlich nur einmal, weil wir haben hier seitlich einen Reißverschluss eingearbeitet. Und ich schließe den Schuh nur einmal vorne und kann jetzt hier mal öffnen, habe dann die Weite, um rauszukommen und wieder reinzukommen. Also das ist für alle die es praktisch und schnell haben wollen. So, dann schauen wir auf den nächsten. Der hat auch ein Glattleder. Ist jetzt eben halt nicht die wasserdichte Variante. Wir sehen hier auch im Leder eine ganz feine Perforierung drin. Das heißt, also wir haben darauf geachtet, dass der nochmal ganz besonders atmungsaktiv ist. Das wäre ein perfektes Modell auch für den Sommer. Auch sehr schön zu einer Blue Jeans oder so zu tragen, passt sehr gut. Innen drin so 3D-mäßig ausgearbeitet, dass die Luft auch gut zirkulieren kann. Und wie gesagt, Torsionssteifigkeit, verstärkte Bereiche, Knöchel, alles ist perfekt. Das ist ein anderes Modell. Dann haben wir hier eine Variante. Da ist das Leder aufgeraut. Das ist eben halt auch ein anderer Style. Man kann also auch Leder, jetzt haben wir hier mal unsere verschiedenen Ledermaterialien, man kann Leder ölen, man kann es anschleifen. Im Grunde genommen wie mit Schleifpapier wird das Leder angeschliffen. Dann kriegt das eben halt so eine leichte, stumpfe Charakter, so ein bisschen Vintage-Look, ist auch was ganz Feines. Und wie gesagt, es ist halt eine Geschmackssache, ob ich Glattleder, Schwarz, Braun oder auch Textilgewebe haben möchte. So, jetzt schauen wir noch mal auf einen weiteren Schuh. Der ist noch mal ein bisschen kerniger. Ihr seht es hier auch an der Sohle, ne, eine ganz kräftige Laufsohle. Passt natürlich auch zu einem wuchtigen Bike, womit man unterwegs ist. Hat ein ganz weiches Leder, das ist geölt. Ja, also ein Rindleder und dann geölt. Also wenn man das anfasst, dann merkt man, das ist eine Top- und Spitzenqualität. Der ist jetzt nicht auf Wasserdichtigkeit ausgelegt, hat aber die Geschichte, dass der durch das Ölen so wasserabweisend ist, dass man den auch, oder der übersteht ganz locker mal eben einen Regenschauer, da kriegt man keine nassen Füße. Also ganz, ganz tolles Leder. Der hat auch diesen praktischen Seitenreißverschluss und den schnüre ich dann auch nur einmal und stelle den ein und danach öffne ich den einfach hier und kann zack, zack rein und wieder raus. Schaltverstärkung finden wir natürlich auch auf verschiedenen Modellen. Die müssen nicht sein. Mit der Zeit kriegt man hier einen Vintage-Look, aber wir haben bei uns im X-Sortiment auch nochmal so eine Schutzkappe. Also wer sie tragen möchte und seinen Schuh perfekt pflegt und hat wie bei so einem Modell jetzt die Schaltverstärkung nicht explizit drauf, der kann einfach hier so einen Gummizug mit so einem kleinen Kunststoffelement tragen und dann schützt man den Schuh auch beim Schalthebel. So. Und wenn wir nochmal hier auf diesen Schuh schauen, dann gibt es auch eine ganze Menge Details, die natürlich in der Verarbeitung stecken. Man nennt das in der Fachsprache Goodyear-Konstruktion. Das ist eine ganz bestimmte Art, wie der Schuh zusammengenäht wird. Das ist sozusagen also feinste Handwerksarbeit. Und da gibt es eben halt eine innere Sohle, eine Brandsohle, eine Untersohle und so weiter. Sehr aufwendig.
aber eben halt auch so perfekt verarbeitet, dass die Nähte versteckt liegen, man auch die Untersohle ablösen kann, austauschen kann, dran setzen kann und so weiter. Also feinstes Handwerk. Und solche Informationen findet ihr auch auf ixs.com. Könnt ihr einfach mal drauf gehen. Da gibt es auch die Infos zu unseren Schuhen. Und last not least haben wir hier nochmal ein Modell. Der Schuh ist zum Beispiel noch höher gearbeitet. Also man deckt eben halt noch mehr vom Fuß und vom Schienbein ab. Auch mit einer Schnürung, auch mit dem praktischen Reißverschluss. Hat auch kleine, feine Details eingearbeitet. Auch sehr kräftig in der Machart, sehr gut verstärkt. Und eben auch mit dem angeschliffenen Rindleder, was eben halt auch eine ganz feine Optik gibt. So, und jetzt würde ich vorschlagen, schaut mal selber bei ixs.com vorbei oder geht zu einem unserer Händler und probiert die Schuhe an, weil das gehört auch dazu, dass man Schuhe immer im Shop mal ein bisschen läuft, ein bisschen trägt. Oder wenn ihr euch die zusenden lasst, tragt die und kriegt ein gutes Gefühl. Aber wir achten darauf, dass wir euch eine bestmögliche Passform geben. Und das ist auch unsere Mission Perfect Fit bei ixs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss.